Hey, ich hatte eine schwere Woche, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, also gebt mir 5 Minuten, während ich versuche, zum sich drüber lustig machen, okay? 48 Minuten und eine halbe Flasche Jägermeister später. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, dass die Zeugen Jehovas Christen sind. Die haben die Bibel nicht gelesen, die wissen nicht, warum das lustig ist. Um den Witz zu erklären, somit komplett zu ruinieren, laut Bibel bist du dazu verpflichtet, die Frau deines toten Bruders zu ficken, bist dazu angehalten, dir Sexsklaven zu nehmen, Entschuldigung, und darfst die Zimmermädchen deiner Frau knattern. Biblische Hochzeit am Arsch. Oh mein Gott, lässt man die Lippenstift tragen. Mom, I drew our family in school today. Bin ich der Einzige, der denkt, dass es fucking creepy ist, dass der Junge kein Gesicht hat? Oder liegt das am Jägermeister? Oh wow! I didn't have time to finish Caleb's face. Warum lachst du so blöd? Hast du vergessen, wie Menschen funktionieren? Oh mein Gott, das ist es. Zeugen Jehovas sind Echsenmenschen von der Venus. Das erklärt so viel. Carrie drew two mommies. Oh mein Gott, die Augen. Ah! She told me they're married to each other. Au. Oh mein Kopf. Habe ich gestern ein Video angefangen? Oh Gott. Ich muss aufhören, so viel zu saufen. Okay, auf Anfang. Wo waren wir? Carrie drew two mommies. She told me they're married to each other. My teacher says that all that matters is that people love each other and that they're happy. Gratulation, dein Lehrer ist keine absolute Fotze. Deine Mutter allerdings schon. Well, people have their own ideas about what is right and wrong. But what matters is how Jehovah feels. Und laut Jehova ist Viehdiebstahl schlimmer als Vergewaltigung. Wir dürfen uns Sklaven halten und wir sollen Kriege anfangen. Lesen macht Spaß. He wants us to be happy. And he knows how we can be happiest. That's why he invented marriage the way he did. Glaubst du wirklich, es ist eine gute Idee, deine 9-jährige Tochter über Sexsklaven aufzuklären? You mean one man and one woman? Exactly. Look at Genesis 1:27. Und ignoriere alle anderen Stellen. Jehovah created Adam and Eve, male and female. Then in Genesis 2:24, he said that a man will stick to his wife. Ja, meine Kleine, Gott hat Adam eine Frau gemacht, nachdem er Ziegen gefickt hat und 3 andere Frauen hatte, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, Gott hat Adam eine Frau gemacht. Later, Jesus said the same thing. Jehovah's standards haven't changed. Bin ich hier der Einzige, der die Bibel liest? Du hast sie genau auf dem Tisch. It's kind of like going on an airplane. What would happen if someone wanted to bring something on the plane that wasn't allowed? They couldn't go on their trip. Right. Ihr erklärt mir besser, wie das irgendeinen verfickten Sinn macht. Oder ich schwöre bei Cthulhu, ihr werdet es bereuen. It's the same with Jehovah. He wants us to be his friend and live in paradise forever. Nein, er will, dass ihr seine Sklaven seid und hat lustigerweise dieselben Moralvorstellungen wie jemand aus der Bronzezeit. But we have to follow his standards to get there. At Matthew 7:13 and 14, it talks about the road leading to paradise. To get there, Jehovah says we have to leave some things behind. Hast du gerade eine verfickte Sporttasche mit Homosexualität verglichen? Lady, ich habe hier gerade was abgebildet, was man dir ohne Gleitgel hinten reinschieben sollte. Und ja, es hat einen Anknopf. That means anything Jehovah doesn't approve of. But I want everyone to get to paradise. So does Jehovah. And you know what? People can change. Ja, ich habe gehört, Bleichmittel soll Wunder wirken bei diesen dreckigen Dingern.
Euch ist hoffentlich bewusst, dass ihr für jeden normal denkenden Menschen genauso klingt wie dieser Scheiß gerade eben. That's why we share his message. So, what can you say to Carrie? Du könntest ihr erzählen, dass jeder sein Leben so leben soll, wie er oder sie es für richtig hält. Dass wir alle gleich sind und keine Entscheidung besser oder schlechter ist als eine andere, solange sie niemandem schadet. Und du könntest ihr erzählen, dass deine Religion zwar gegen den Lebensstil ihrer Eltern ist, dass ihr und ihren Müttern aber scheißegal sein kann, weil es deine Religion ist und nicht ihre Religion. Well, I could tell her about the paradise. I could tell her about the animals and the resurrection. Oder du könntest ihr erzählen, dass sie ein Untermensch ist und in die Lager gehört. Alles kein Problem. Ich bin mir sicher, die braune Jacke steht dir. That's awesome. Let's practice.